sagte, er habe euch persönlich gebeten, mich vorzuführen. Moin, Mann. Ist er immer so schwer zu erreichen? Nein, jedenfalls nicht für mich. So, dann aber unsere Abteilungen stehen derzeit unter Wasser. Gehen. Er ist vermutlich nur beschäftigt. Anschließend. Er hat alle Nachrichten in diese Schreibstube umleiten lassen. Meine Freundin Min steht hier vor. Sie sollte in der Lage sein, uns zu helfen. So, wo denn hin? Ostbezirk. Eigentlich ziemlich egal, ihr könnt auch gleich dahin. Hier, ich hab Ludgardes Platz. Da aus geht's eigentlich direkt. So, und hier hinten hin. Das Ministerium der Sicherheit sucht im Zusammenhang mit Zeit, echten Schaden anzurichten. Mitglieder der Kristallgüte, einer Organisation um die Drachen Onin, sind zur Befragung festgenommen worden. Ich werde nicht gut genug bezahlt, um den halben Tag lang gegen Auferstandene zu kämpfen. Das wird mich noch einen Arm kosten. Wir müssen hoch, okay. So, sah zumindest gerade so aus. Hier die Treppe vielleicht. Hauptmann Min will keine Unterbrechungen. Dank eurem Kumpel Lee stehen wir bis zum Hals in Arbeit. Lasst mich zu ihr gehen, Mogi. Ich sage euch, das geht in Ordnung. Ich kenne sie sicher besser als ihr. Ich habe wohl vergessen, dass ich mit dem Minister der Selbstherrlichkeit spreche. Sie öffnet im Moment nicht mal ihre Tür. Für mich macht sie auf, in Ordnung? Wir haben ein geheimes Klopfzeichen. Es ist ein Witz aus der Zeit, als wir Kinder waren. Wie niedlich. Und mit Lee habt ihr sicher einen besonderen Handschlag. Die Antwort ist nein. Sie hat zu tun. Und ich auch. Aber wir hätten weniger zu tun, wenn jemand uns zur Hand ginge. Sagen wir mal, ein Freund von Min. Vielleicht ein Verehrer. Der viel für sie empfindet. Hä? Wo seid ihr denn jetzt? Manipulativer Fußpilz. Ich erledige ein paar Aufgaben, um ihr zu helfen. Und dann lasst ihr mich da hinten rein. Abgemacht. Du sprichst gerade raus. Bis ihr fertig seid, ist die einzige Tür, durch die ihr geht, der Ausgang. Kein geheimes Klopfzeichen erforderlich. Ist wahrscheinlich zu hoch, ne? Min! Hey, Min! Im Haus, ne? Da hinten? Hört auf zu brüllen. Im Haus. Ganz unten auf Wasserebene quasi und dann einfach nur eine Treppe nach oben. Ach so. Ja, hoch ist hier in Kanter immer relativ, ich weiß. Aber jetzt geht's. Treppe, an der du vorbeigelaufen bist. Also jetzt bist du gesehen. Ja. Aber jetzt brauchst du eigentlich gar nicht mehr hin. Da stand ich bin noch da. Treppe. Da stand vor der Treppe und dann läufst du irgendwo anders hin. Aber jetzt sollte er eigentlich schon fertig haben, Rama. Oder spricht er bei dir? Na, bei mir schnackt er jetzt. Ja, okay. Das ist immer dann individuell. Du musst also jeder, der das toll macht, hoch. Ja. Dann warten wir kurz auf den Sascha. So. So. Das haben wir schon. Dann ist hier. Nicht sicher, wie viel davon ihr mitbekommen habt. Wenn ihr Glück habt, sehr wenig. Ihr zwei habt eine Vorgeschichte. So könnte man es nennen. Wir haben zusammen trainiert. Er hat mich runtergemacht, weil ich... verschwendete Atem. Jedenfalls helfen wir mit ein paar Arbeiten aus. Etwas graben, Sicherheitskameras, das Übliche. Außerdem ist die Gegend verseucht mit Puristenaktivitäten. Angesichts ihrer politischen Überzeugungen sollte man meinen, dass sie sich einen Wohnort aussuchen, der besser zu ihrem engen Weltbild passt. Ja, sollte man meinen. Hört mal, kommt ihr für ein Weilchen mit Mogis kleinen Aufgaben allein zurecht? Ich habe da eine Idee. Vielleicht ist sie gut, vielleicht auch verrückt. Ich melde mich wieder bei euch, Kommandeur. Oh. Na dann. So, jetzt müssen wir noch kurz... Sascha hört wahrscheinlich noch zu. Das hier ist so eine Frau, die hat irgendwas gehabt, das drücke ich gerade durch. Und Erfolg. Hier bei der Frau, die markiere ich mal. Ja. Nö, hier kann ich nix. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal schon. So, Wachtmeisterin Runi. Sascha, du musst jetzt hier noch runter und zu dem Punkt. Ach, bei Mitsuki? Nein, Wachtmeister Suni. Nicht Mitsuki.
Dann fängt Rama an zu reden. Dann sollten wir mal wieder auf dem gleichen Stand sein. Und jetzt sollen wir da hinten hin wahrscheinlich dieses Raubgasse. Gasse. Am besten mal hier. Ich glaube, du musst dann nicht stehen bleiben, Sascha. Ganz alles gut. Nett. Über hier lang, über Wasser mit Dings. Ihr solltet lieber nicht weitergehen. Es hat einen Unfall gegeben. So. Moment, falsch. So, aufräumen in der Raupengasse ist eigentlich so recht simpel, aber wir können mal gucken, ob wir vielleicht den Heldenpunkt nicht anschnacken. Den darfst du nicht anschnacken. So, kommt mal. Warte kurz, ich bin noch nicht. Ich komme da gleich hin, ich war noch gar nicht bei dem Herzenkerl. Ja, gut, dann haben wir dann angesprochen, dann kommt mal hierher und wartet mal. Ich mach dann hier. Wo ist denn hier? Ich mach das Ding auf, dann aktiviere ich anschließend. Ja, noch nicht. Sind alle da? Der aus dem ich verstehe nicht, wo du bist. Dank allen Göttern, die noch über uns wachen, die Barriere. Ihr müsst hier unten. Wartet hier unten. Wir müssen uns alle. Okay, weil sobald man das aktiviert, geht's los. Ja. Warte noch einen Moment. So, seid ihr fertig? Ach so, noch immer Nein. noch unten. So. Jetzt ist der fertig angesprochen. So, und du bist wo genau? Da. Einfach unten auf dem Platz bleiben. Also, weil das. Gut, alle da. Ja. Dann hier zack. Ja. Und jetzt mal schön ballern. Und ihr kriegt da so ein Item, damit könnt ihr das. So, jetzt habt ihr das. Ja. Und ihr seht hier die vielen Stellen, wo ihr es abgeben könnt. Ja. Ja. Einfach zu einem hin. Hä? Da. Ozeans ein, ja. Dann wieder zum Platz, oder? Ja, so, damit habt ihr jetzt praktisch das Herz ziemlich schnell nach oben gebracht. Ansonsten. Ihr werdet nach der Tür. Tür? Die, wo ich stehe? Ja. Oh, ist hier, wo ist. Ja, beim Herz. Gut, dann. Mach mal. Alle da, ja, ne? Ja. Wo denn? Hier. Was hier? Wir sind etwas. Oben wieder, in der Nähe des Platzes, fast. Fast genau am gleichen. So, okay, dann haben wir hier auch Raum angeben. Man kann nicht den gleichen nochmal verwenden. Ey, ihr hättet ja auch warten können, danke. Ey, Kommandeur, ich habe alles vorbereitet. Nein, nein, alles gut. Was haltet ihr davon? Müssen noch genau deshalb sein. Spielen wir ja zusammen, damit immer hier, wo warte ich mal, gerade bin. Wartet, jetzt geben. Stopp, jetzt hier bei mir ist wieder einer. Hier, ich markiere mal. Genau. Sie kennen nur seinen Codenamen. So, etwa da stehe ich. So, alle da? So, ja, sind alle da. Ja, ich sehe vier Namen. Jo. Ja. Ja, können Sie sich jetzt auch. Ich will euch zerbrechen. Ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt. So, ich hab auch beim ersten Mal die ganzen Raupen gekillt. Ja, und diese Raben gefangen und so eine Scheiße. Die Raben gibt aber auch einen Erfolg, ne, wenn du alle hast. Mir fehlt so ein Aufladeteil jetzt. Wo kann ich das abgeben? Hier hinten. Überall, wo die Schüsseln sind. Dieser Kerl da auf der anderen Straßenseite ist da. Da hab ich. Jo. So, da fehlt ein Lucky jetzt noch einer, ne? Ja, mir fehlt auch noch, einer noch. Im Zweifelsfall hüpfe ich auch den Ratten auf, ach, diesen Raupen auf dem Kopf. Hier bei mir. Alter, wo bist du? Wo ist hier? Da. Kleinen Moment. Wir sind und das ist ja die erste Tür. Ist doch gut. Ach, nur auch wenn ich nicht da bin, ich kämpfe gerade gegen irgendeinen. Ja, ihr seid ja alle da. Wie
So. Willkommen, Tresche. Du. Nur eine weitere Bestätigung, wie großartig ich bin. Jetzt sind wir auch noch weg. Hinten könnte noch eins sein. So, erst 40. Oben. So, Herz abgeschlossen. Gut, Linker. Dann müsstest du den Grünwagen müssen wir eh viel früher schon fertig haben. Jeden einzelnen. Immer altes Herz. Respektiere das, was wir nicht kennen, sagte sie immer. Sehr schön. Was soll das überhaupt heißen? Jetzt will ich eigentlich, es ist eigentlich noch mal nur noch eins. Ich würde es gerne mal voll kriegen. Dieses. Ja. Ich könnte auch so eine Raupe dann einfach wegbrezeln. Nicht das Herz. Springer. Das ist voll, sondern diese Auge des Ozeans. Da haben wir fast jetzt alle. Ich meine, eins ist noch. Ach so. Ich frage mich, ob es dann was Besonderes gibt. Vielleicht ist es die zweite Tür wieder. Oder ja, ist die es. Tür, wo ist Oliver. Genau, da. Was? Wo? Da, wo wir. Warte jetzt mal, stehen. Hier etwa. Okay. Da ist wieder aktiv. So, alle da? Nee. Ich drück auf den Knopf. Ich muss mal erstmal. Neben dir, genau. Okay. So, da seid ihr ja. Da, so jetzt. Also der Vorteil, wenn man in der Gruppe ist, geht es mit den diesen Dingern ja. viel schneller. Wenn man so. Das alleine macht, wartet mal, ich muss noch abgeben, aber ich habe keinen Erfolg bekommen. Es kann sein, dass bei dir jetzt noch einer fehlt, ne? Du hattest ja einen nicht mitbekommen. So, hier können wir es ja noch einmal machen, dann hast du es. Versuch. Okay. Gab's irgendwas? Nein. Ja. Ich habe nicht bekommen. Es gab bei uns Seifenkissenprojekt. Achso, nee, das ist aber nur für Puristen töten. Ich dachte, hier wäre sonst noch ein. Warte, wo ist. Da stehe ich doch gerade. Da wieder. Ja. Okay. Wo denn? Hier, ein bisschen weiter geradeaus laufen. Hier, da. Hast du? Ja, Sascha steht neben mir. Ich. Und nochmal. So, okay. Bei mir ist nichts mehr. Jetzt auf der Minimap siehst du die zum Abgeben. Genau, zum Abgeben. Ja, ich habe auch nicht gekriegt und bei mir sind jetzt auch alle an. Ich will euch zerbrechen. Also da gibt's wohl nichts für. Nein, ich habe jetzt auch, also vier oder fünfmal abgegeben. Okay. Nö, hätte ja so. Aber alles können. Gut. Herz. Ja, nein, alles gut, danke. Herz ist voll. Beim so. Herz den Händler habe ich auch schon voll gequatscht. Wir können wieder auf den Rochen und rüber zurück zum Gardes. So, ja, beim Herzchenhändler kann man auch noch so, gucken. Ja, genau. Herzchenhändler. Also eine Schrift über Stadt Neukeining kannst du auf jeden Fall kaufen. Für Schrott verkaufen. Ansonsten Minis, rechter Uniarm und so bla bla, nur wenn es ausreicht. Sonst nicht so. Ansonsten brauchst du da eigentlich jetzt erstmal nichts. So, Z. Gut. Hier spricht das Ministerium. Genau, jetzt muss man Detektiv Rama abholen. Da fährt man mit dem Boot. Achso, ja. Moment, Boot. Da gibt's auch einen Erfolg. Jeder muss beim Boot fahren. Moment, wie muss bevor du es abgibst. Genau, bevor du das alles abgibst, musst du mit ihnen auch seine privaten Erinnerungsposten abfahren. Also es gibt einmal die du abfahren musst, und dann gibt es noch welche, da kannst du langfahren und dann redet er über seine Vergangenheit. Ach meine Güte, wie komme ich denn nochmal in dieses blöde Boot rein? Also, und links.
Unten links. Bei deiner Passleiste. Also erstmal da rechts hinten. Wartet mal. Ach, rechts. Wenn ihr redet, würde es reichen. Die grünen Sterne mit den weißen Sprechblasen, denke ich. Genau, aber, die aber grünen sind einmal die, du musst. Erstmal einladen, oder? Sonst ist ja nichts. Dann mal los. Machen wir uns auf den Fluss. Seid ihr sicher, dass ihr wisst, wie man das Ding steuert? Ich habe schon mal einen Altdrachen geritten, Detektiv. Eine gemeinsame Freundin von uns hatte nämlich einiges zu euren Bootfahrkünsten anzumerken. Sie sagte, ihr hättet sie ins Wasser fallen lassen. Das toll, versucht einfach, nicht unterzugehen. So, die Nichte, das ist halt andere Richtung. Wo er dorthin führt erstmal, denke ich, oben links. Ja, du bist schon schneller, glaube ich. Ne? So, ja, also zuerst rechts da, neben der Wegmarke, und dann nach... Egal, wie oft Min mich einladen wollte. Und unter den Brücken und muss man wirklich einen Anker werfen, oder? Vielen Dank. Ja. Ja, also... Hey, Rama. Kann ich fragen, was läuft zwischen euch und Hauptmann Min? Unter jeder Brücke? Nein, das stimmt ich nicht. War erst zu der Quasselstelle. So, dann fahre ich mal unter der hier hinten hin. Begebt euch dort durch den Tunnel. Der Schrottplatz auf der anderen Seite ist ein bekannter Brennpunkt. Da drin hatte ich meinen ersten Kuss. Die Kinder nennen ihn den Liebestunnel. Ah, ah. Kommt bloß nicht auf komische Ideen, Kommandeur. Alle Jade, die über Echowald versandt wird, kommt hier an. Ein lohnendes Ziel für die Jade-Bruderschaft. Wenn ich rum, oder? Bei dem Herz in der Rabengasse ist auch noch was. Durch. Ne, da schütter ich falsch. Ich raste erstmal vorbei und hole erst das Gespräch. Den Tunnel meint er wahrscheinlich. Oh. Danke für die Hilfe. Ich habe versucht, das Ministerium einzuschalten. Das Ding hat ja einen Wendekreis wie ein Panzer. Oh ja. Ein Panzer kann auf der Stelle wenden. Hier scheint eine gute Stelle zu sein. Nicht ganz korrekt. Die Wanze an. So, hier Anker. Das war's. Jetzt nichts wie weg hier, bevor man uns sieht. Wenn wir diesen weißen Falken finden, ist es dann vorbei mit den Puristen? Nein. Eine Idee ich stört doch nicht die mit letzte einer Person. Brücke nicht. Aber es wird einen Unterschied ganz unten, vielleicht. Wo ich bin. Südlich solltest du mich auf der Karte. Holst du für zwei abgeschlossen? Wahrscheinlich hast du den noch nicht. Warte, ich markiere mal hier. So. Mal kurz, mal gucken, wo und erst dann. Ja, jetzt warte, hol ich Wurz mal. Ich habe jetzt eine von drei. Ach so. Da ist ein Tunnel. Ja, jetzt habe ich den Tunnel. Wir haben uns Sternchen für mich aufgesplittet. Ach so, du bist. Okay, da fahre ich jetzt hin. Ja, okay. Ja, ich habe jetzt erstmal Wert darauf gelegt, zuerst die Bootstour abzuschließen. Ja, das ist ja auch. Ich bin ja auch im Boot, aber wir brauchen jetzt. Einmal die private Tour hatte Sascha gemeint und einmal die. Genau. Und die andere. Und ich mach gleich beide parallel, also. Jo, mach ich auch. Jetzt habe ich das letzte Mal ankern. Ich kann nicht arbeiten, Kommandeur, wenn wir nicht festliegen. Werf den Anker. Immer diese Kappas. Fertig mit dem hier.
Das Puristenproblem in Kaining ist 10-mal schlimmer geworden, seit der weiße Falke dort mitmischt. Hat er es geschafft? Hat er es noch genommen? Endgültig aufhalten kann. Nee. Ich dachte, die Öffnung der Grenze würde ihnen neue Perspektiven geben. Aber bis jetzt das hat es die mir hat er schlagen lassen. Scheiße! Ich möchte daran glauben, dass ja, du stehst auf. Das ist das nervvoll beim Anker werfen. Eben bei der. Wir stehen Dingen gegenüber, die größer sind, als wir alle zusammen. So wie die Lehre? So wie die Lehre. Ich bin hier übrigens aufgewachsen. Mein Vater ist nicht ganz einfach. So. Er soll lieber nicht wissen, dass ich hier war. So, jetzt noch die letzten zwei Punkte. Ich habe von jedem 3, ne? Und jetzt steht bei mir Kern ja. Mit Rama zu den Docks zurück, also... So, ich muss jetzt auch nur noch einen. Hier. Glaube ich. Die Docks, ja, das ist wieder bei der Wegmarke, dahin fahren. Auch wenn man unter Beschuss ist, von allen möglichen Seiten. Ach, da, wo wir ihn vorhin abgeholt haben. Mhm. Ich kann nicht arbeiten, Kommandant. So, das waren jetzt die letzten. Gehen wir zurück zu den Docks. Okay, scheint doch noch. Ich muss einfach fragen. Glaubt ihr, dass wir die Lehre tatsächlich aufhalten können? So. Sie verformt die Realität. Ach ja, nach oben. Ich muss auf unsere Verbündeten vertrauen. Warte. Ein weiterer noch? Grund, weshalb wir June und Lee überreden müssen. Ich denke mal, wir warten einfach alle da, wo wir uns dann mit Rama nochmal unterhalten müssen, oder? Genau. Ja, warte, ich. Ich muss ihn noch abgeben. Alles gut, keine Hektik. Ich habe ihr schon auf einem der Nachtmärkte, die lohnt sich nach oben anschließend. Aber erst müssen wir die Welt vor der Leere retten. Und warte mal. Guck mal, ob. Ach so, hier ist eh nichts Passendes. Das war Spionage. Machen wir uns auf den Kommandant. Fluss. Wisst ihr, ich habe mir sicher, dass ihr wisst, wie man das Ding soll. Ich habe schon mal einen Eindrachen. Danke. Aber mein Jedenfalls Leben ist so schon aufregend genug. Freund im Geheimdienstministerium genug. Ich habe einen Empfänger aufgestellt, den wir nutzen können. Ja, aber wir haben ja Friendly Fire Off. Gibt es mehrere. Wir können uns ja nicht tun. Ich begebe mich wieder ins Büro und versuche nochmal Min zu erreichen. Sie soll wissen, was wir vorhaben. Kappa sterbt. Alles klar. So, das und jetzt würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.